Im Himmel lebt ein Engel. Natürlich leben da sehr viele Engel. Aber heute erzähle ich von diesem einen Engel. Der Engel war nämlich damit beauftragt, die Nachrichten der Menschen zu sichten. Gott war immer sehr interessiert, was bei den Menschen so los war und was sie darüber dachten. Manchmal war er so sehr wütend, wenn beispielsweise Krieg angeblich in seinem Namen geführt wurde. Manches fand er eher amüsant. Und manchmal war er auch sehr traurig. Die Menschen fragten, wo ist Gott, wenn es ihnen nicht gut ging, und merkten gar nicht, dass Gott immer bei ihnen war und er auch gerade dann, wenn sie traurig waren oder litten, sie in seiner großen Hand festhielt. Oft fragte sich der Engel, ob das nicht eine dumme Idee war, den Menschen einen freien Willen zu geben. Sie stellten ja oft ziemlich viel Mist an. Gott hatte sogar einmal einen Neustart versucht. Doch dann tat es ihm sofort wieder leid und er war zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen nun einmal so sind. Und er sie trotzdem über alles liebte. Er war ein unverbesserlicher Optimist und sah in jedem Menschen das Gute. Ja, so war Gott halt, geduldig und von großer Güte. Nun ging es langsam auf Weihnachten zu. Und das war in den Nachrichten eigentlich jedes Jahr dasselbe. Erst kam Werbung und Rezeptideen für Weihnachtsgebäck, das neuerdings Herbstgebäck hieß und schon im August zu kaufen war. Dann Dekoartikel und Geschenkideen. Das einzig Spannende war eigentlich, was der Spiegel dieses Jahr als Titelstory in seiner Weihnachtsausgabe haben würde. Doch dieses Jahr war es anders. Es gab zwar Weihnachtsgebäck, Dekoartikel, Geschenkideen, aber eins war neu. In großen schwarzen Buchstaben stand da: Weihnachten fällt 2020 aus. Und das nicht nur einmal. Und als ob das nicht schon genug wäre, entdeckte der Engel auch noch diese Schlagzeile. Gottesdienste abgesagt. Der Engel war schockiert. So weit ist es schon gekommen? Wollen die Menschen jetzt gar nichts mehr mit uns zu tun haben? Noch nicht einmal an Weihnachten? Er las die Artikel gar nicht ganz, sondern lief schnell zu seinem Chef. Guck mal, Weihnachten fällt aus und Gottesdienste sind abgesagt. Die Menschen wollen uns jetzt noch nicht mal mehr an Weihnachten. Gott sah den Engel an und schwieg. Ungeduldig wedelte der Engel mit der Zeitung. Wie können die das denn einfach machen? Beruhige dich. Weihnachten fällt nicht aus. Manche Menschen denken, dass es nur Weihnachten ist, wenn alle zusammenkommen und es ganz viele Geschenke gibt. Aber zusammenkommen geht dieses Jahr ja nicht.
Und was machen wir jetzt? Gehen wir dann dieses Jahr nicht auf die Erde? Wie kommst du denn da drauf? Aber wenn Weihnachten doch ausfällt? Nein, Weihnachten fällt nicht aus. Für uns ändert sich doch nichts. Wir erinnern die Menschen auch dieses Jahr, dass ich bei ihnen bin. Immer. Wir müssen den Menschen gerade dieses Jahr sagen: Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Auch in der größten Finsternis lasse ich euch nicht allein. Ich bin bei euch.